Dann willkommen zum nächsten Rundgang. Wir stehen wieder bei altbekannten Gesichtern, die häufiger auf der Messe ausstellen, DRJ Art Projects, auch aus Berlin. Was habt ihr uns mitgebracht? Ja, nach der letztjährigen Teilnahme, wo wir überraschend die Möglichkeit hatten, noch eine zweite Wand mit kleinen Arbeiten zu bespielen und da sehr gute Erfahrungen gemacht haben, hatten wir das dieses Jahr dann gleich vor als Gesamtpräsentation unserer Auflagen- und Reihenabteilung der sogenannten Edition Rote Insel zu wiederholen. Das bedeutet, wir haben Auflagenwerke, die sind im Unikat-Charakter. Das heißt, sie folgen einem Werkgedanken, sind aber eigentlich zum überwiegenden Teil einzeln hergestellt und unterscheiden sich auch voneinander. Also alles kleine Arbeiten, kleine, die aber als Reihen auch funktionieren. Genau, kleine Formate, die in Reihen entstanden sind und dadurch deutlich attraktivere Preise haben, als wenn wir nur Unikate ausstellen würden. Gehen wir doch mal ein bisschen durch und schauen uns die Objekte konkret an. Sind das Stickereien oder was sehe ich hier? Embroideries, also das ist natürlich maschinell gestickt. Das ist eine Wiederauflage von Cedric Christie aus Großbritannien, der in den 80ern sehr Furore gemacht hat mit Aktionskunst, konzeptuellen Hintergrund. Auf der Documenta mal so ein ganzes Autotransporter hat auffahren lassen, wo dann solche Scheinlabel auch auf die Rennautos geziert haben. Und er kommt aus London und wir haben eben bewusst diesen Platz gewählt, um in dem Besucherstrom an der Stelle erstmal einen Eyecatcher zu haben, weil so eine Botschaft mit Typografie liest sich und dann bleibt man stehen, da kann man sich auch dran erinnern und bei 110 Galerien ist es wichtig, dass man ja auf den ersten Blick erkennbar ist. Dann Marken, ihr arbeitet mit den Marken, aber dann natürlich auch mit den großen Namen und den Zitaten aus der Kunstgeschichte. Richtig. Also natürlich die Diskussion ist ja in den 80er Jahren auch stark entbrannt zwischen Kunst, Design, Markenbildung, Kapitalismus. Das hat er eben jetzt wieder aufgenommen, auch so in dem, sagen wir mal, in den Abendstunden der Autoindustrie, die ja doch so gewisse Veränderungsprozesse gerade durch sich machen. Der Kult, der früher das Auto war, ist ja heute zum Glück eher das Fahrrad. Das heißt, er feiert auch so ein bisschen rückblickend das, was mal so ganz groß war, Castrol, Grand Prix und dann natürlich American Express als, sagen wir mal, Statthalter für den Kapitalismus an sich. Also insofern alles mit künstlerischen Mitteln übertragen und hier als Edition eben auch präsentiert. Okay. Weiter geht es aber dann mit Arbeiten, die wir zusammengestellt haben. Wir hatten ja 2019 auch hier auf der Positions eine große Ausstellung mit 100 Künstlerinnen und Künstlern zum Thema Bauhaus. Von da haben wir nochmal drei Arbeiten wieder gezeigt, weil die immer noch ihre Kraft und Stärke haben. Linhard von Monkiewicz, ein ganz bekannter Bildhauer, der uns einen Beitrag, das aus dem Rahmen gekippte Quadrat als Siebdruck gemacht hat. Die Käthe Kruse kennt man in Berlin vor allem auch aus ihrer Zeit mit der tödlichen Doris, auch Aktions- und Performance-Künstlerin, die 100 Meter Faden vernäht hat auf verschiedenen Farben. Und Rainer Splitt ist auch sehr bekannt für seinen Umgang mit Farbe, die er in ihrer Eigenschaft als fließendes Material immer wieder in anderen Konstellationen direkt auf dem Boden oder hier eben in so eine gefaltete Papierwanne zeigt. Also das war eine flüssige, einmal die Farbe komplett flüssig hier rauf, das Papier davor gefaltet und so kommt die Form zustande. Dann wieder ein bisschen was rausgekippt und so kommt die Form zustande. Das ist also quasi seine Herangehensweise, mit Farbe als Material umzugehen. Und dazwischen hängt dann noch eine ganz neue Arbeit aus unserer letzten Ausstellung Upspace, wo wir auch Editionsarbeiten, Auflagenwerke speziell eingeladen haben, eine Papierfaltung von Frank Taffelt, die also so aussieht, als wäre sie auf dem Papierblock, aber gerade umgekehrt, der Block ist aus Holz und die Reliefstruktur ist aus Papier und das ist eine bewusste Reminiszenz an seine Kindheitsbeobachtungen, wie man mit Papier zu Hause, Mutter und Großmutter haben so Dekorationen gefaltet als Heimarbeit, um ein bisschen Geld hinzuzuverdienen. Das hat er künstlerisch hier verarbeitet und in einer Serie von 7 Exemplaren ganz unterschiedlich gemacht. Weiter, das ist die weitgereisteste Arbeit aus Japan, Yasuaki Kuroda. Der webt tatsächlich Stoffe selbst aus Naturseide, die auch mit natürlichen Farben gefärbt wurden und entwickelt dadurch große Strukturen, die er dann in kleinen Arbeiten, speziell für uns, in kleinen Formaten eben auch weiterverarbeitet. Das ist also wirklich auf den Rahmen gespannt
Und dann, wenn sie fertig ist, gibt es als letzten Eingriff eine minimale Geste durch Linien, die er einführt, um irgendeine Betonung. Es kann mal eine Überkreuzung, es kann mal ein Feld, es kann auch wie hier so ein quasi ein Winkel sein. Und die bestechen wirklich die Arbeiten, wenn man sie vor allem dann bei sich zu Hause im Wechsel der Tageszeiten und Jahreszeiten sieht, weil die sehr stark aus Licht trägen. Das sind auch Vertiefungen. Ja, nee, es ist tatsächlich zweidimensional, aber durch diese Art der Zusammenstellung seiner Fäden, seines Ausgangsmaterials, erzeugen die eine unglaubliche Tiefe. Und ich glaube, auch auf der Kamera kann man sehen, das wirkt manchmal so ein bisschen pixelartig, ja. Ist aber ganz aus einer traditionellen, uralten Technik hergestellt. Aber es ist nachträglich, ist da gar nichts mehr mit Farbe geschehen, das sind nee. Nur die farbigen, genau. Also die gefärbten Fäden, genau, die davor eingewoben wurden. Das Ausgangsmaterial wird nicht verändert, der einzige Eingriff im Nachhinein ist eben, wie ich gesagt habe, diese geometrische Form, die da noch eine Betonung bringt. Ne? Dann die Arbeit von Peter Weber ist auch aus der Bauhaus-Ausstellung eine Faltung, die eben genau das Format A4 dann ergibt insgesamt. Und oben Matthew Hortin wiederum, das ist eine ganz direkte auch Pandemie-Reaktion, denn er hat mit Farben gearbeitet, die eigentlich nicht in der Kunst verwendet werden, sondern technische Farben sind aus Laborzusammenhängen, wo man quasi Bakterien, Viren, kleine Lebensformen nachweist mit. Und darum ist es so eine Oberfläche, die sich auch, sagen wir mal, nicht perfekt bearbeiten ließ. Er hat lange experimentiert, wie das überhaupt zu fixieren ist. Aber das auf diesen von ihm immer gerne verwendeten polygonalen Bildträgern ergibt eine ganz spezielle Geometrie und dann mit der Farbe eben auch ein echtes, sagen wir mal, Statement. Er hat auch im Lockdown, er lebt in den USA, sein Atelier ist aber bei seinen Eltern in Kanada, war immer kein Problem, bis der Lockdown kam. Er konnte ein halbes Jahr nicht in sein eigenes Atelier und hat da eben mit diesen Farben gemacht und anschließend diese Serie von 8 Arbeiten hergestellt. Wahnsinnige Vielfalt, aber was versteckt ihr hier? Noch weitere Editionsarbeiten? In der Tat gibt es da noch, da wir ja kleine Formate haben, direkt auch die eine oder andere Variante zu sehen. Aber im Wesentlichen muss man ja bei so einer Messe sehr viel auch im Hintergrund haben. Das heißt also Materialien zum Reinigen, vielleicht doch mal was umhängen, unsere eigenen Taschen. Und damit es hier ordentlich am Stand aussieht, lassen wir das eigentlich immer in den Kisten verschwinden. Die an sich ja auch ganz unprätentiös die normalen Transportkisten sind, aber von mir so ein bisschen aufgepimpt mit unserem Linoleum, den wir in der Galerie haben, extra gemachten Rollen. Also es scheint Besuch nur in der Galerie, da findet man mehr solche Details, selbstgemachte Möbel und so weiter. Richtig, ja, das ist also aus unserem Hintergrund zu verstehen. Ich komme ja eigentlich aus der Architektur und bin dann übers Ausstellungsmachen, eigentlich meiner Vorliebe für konzeptuelle Kunst, eigentlich ins Ausstellungsmachen als Programmgalerie gekommen. Und da ist sehr viel, sagen wir mal, individuell. Okay. Ja, lohnt sich bestimmt ein Besuch und macht ihr auch eine Ausstellung jetzt zur Art Week? Ja, wir haben tatsächlich schon eröffnet am vergangenen Sonntag eine Ausstellung von Robert Schwantner. Das ist ein österreichischer Künstler, der seit über 20 Jahren sich mit dem Thema Umweltverschmutzung, Meeresverschmutzung auseinandergesetzt hat. Hat angefangen, ist gerade im Kunstmuseum Wolfsburg eröffnet worden, zufällig, das wussten wir nicht, als wir geplant haben, dass er ein Erdöl an einem Strand gesammelt hat, wo eine Tankerkatastrophe passiert war, 1999 in der Bretagne, und hat das in Schläuche abgefüllt, um der Flüssigkeit eine Form zu geben und daraus einen großen 2 Meter auf 1 Meter großen Teppich gewebt hat, also von Hand. Ne? Ja. Und jetzt hat er nach 20 Jahren, hat er mehrere Projekte, auch andere Werkgruppen gemacht, aber wir haben gerade eine Werkgruppe aus 3 installativen Arbeiten, wo er den Meeressand einer griechischen Insel auch wieder in solche, mit Meereswasser verdünnt, in solche Schläuche gegeben hat, den Teppich gewoben hat, und man sieht, 20 Jahre später, vorher war es Öl, jetzt ist es das Mikroplastik, was überall in den Teppichen auftaucht. Und was man so sehen kann, dass er es eben isoliert, und darum heißt die Ausstellung auch Isolare. Isolare, okay. Ja, vielen Dank, viel Erfolg bei der Ausstellung. Könnt ihr mehr erzählen, aber die Kollegen Die warten, Menschen sollen einfach selbst vorbeischauen und dann auch mal auf der Roten Insel vorbeischauen. Da gibt es dann wahrscheinlich noch viel mehr zu sehen.
Ja, also grundsätzlich haben wir auch eine Präsentationswand an einem Raum, wo wir tatsächlich immer solche kleinen Arbeiten auch haben, um auch neuen Leuten, die da hinkommen, unser Programm auf einen Blick zeigen zu können. Und es gibt so einen ähnlichen Querschnitt wie hier. Aber jetzt sind wir erstmal hier und ich hoffe, viele der Online-Viewer haben jetzt Lust, auch bei uns vorbeizukommen. Man findet uns ja zum Glück sehr schnell. Wir haben einen tollen Platz bekommen, direkt an der Plaza sozusagen, wo man sich trifft. Also nicht zu übersehen. Direkt am Eingangsbereich. Wir schauen ein bisschen weiter. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Und Dankeschön. Auch. Ja, bis später. Tschüss. Also wirklich direkt, wenn man reinkommt, nach links von den Tischen an der Bar, geht es dann gleich weiter und man hat direkt einen Blick auf die RJ Art Project. Wir sind jetzt in Frankfurt am Main angekommen. At the gallery, how do you pronounce the gallery name? Sakile? Sakile and me, genau. And me, okay. Yes. And I'm talking to? Sakile. Sakile. And me. And you are me. That's Daniel. Okay. Yes. What are you presenting? So we're presenting four positions, we're presenting work by Tim Okamura. This is a Canadian artist who's based in New York City. And behind me here, we're presenting works by Ghislan Sali. This is an artist who's based in Marrakesh. And she's trained in both architecture and has worked as an embroiderer. And so you see in a lot of her works, a combination of very strong design as well as the use of silk thread. And we're also showing Ana Paula Dos Santos, who's a young photographer and an installation artist who we work with, who's based in Frankfurt, Germany, where the gallery is based. And we're also showing work by Tagne William Njepe. This is an artist who's based in Douala, Cameroon. So really the idea was for us to show a bit of the breadth in the programming in the gallery. And so we have sculpture, we also have photography, as well as figurative painting. Yeah. You have some very, very different materiality here as well in the booth. And this one is very interesting to me. Maybe we can have a more detailed look on it. It's all woven silk, or how does this work? Exactly. So what you're looking at, actually, these are the tops of water bottles, plastic water bottles. Oh, okay. And so they're cut, and then what you see, they're individually wrapped in silk. And this is for both these two sculptures. And the four works that you're seeing on the wall right now are from a larger series where the artist was looking for inspiration within the human body. And so what she did was she looked at organs and the inside of the body. And these are abstract interpretations of this inspiration. So they're very organic. Some of them look sort of animalistic or plant-like, as if they're living organisms. And so you also see here that she works with other materials. So this is actually plastic tubing that she's cut into small pieces. And this is wire, also all wrapped individually in silk. Okay, yes. We also have two drawings by Ghislan Sali. And you see these drawings are a lot lighter. What she does is she uses ink on the paper. And then in very select areas, she uses the silk thread once again, just to bring some relief on the surface of the work. So there's a little bit of texture. We like to call them, in a way, drawing sculptures. Yeah. It also looks with the thinness of the lines. It also seems like these were some silk threads or something, but it is ink. Yes, it is pierced. So. Exactly. And how did it come that you selected these? These works, do they have something in common by the topic, or is it to show the different materiality that you present? For the most part, it's the latter. It was to show both different materiality, but also to show how these different artists, although they are very different positions, there's layering in all their work. And so in different approaches to layering, of course. So for example, with the artist here, Tim Okamura's work, what Tim Okamura does is, he's been working for over 20 years, and what he does is he does classic portraiture. And so the people you see in his paintings are often people who are actually, they sit for him, and he
paints them live. Very classic. Exactly, exactly. And then what he does is he combines this classic approach to portraiture with street art, and that's where you're getting this sort of very popish, but also a textural effect in the work. Is it also by the materials? So are these graffiti sprays, or is it oil painting? This is sprayed. Okay. And he also uses, and you'll see in both works, he uses stenciling, and so this is very much what you might expect spray painted on a wall, right? Uh-huh. And particularly with this work, for example, he does walk around in different areas as well. He's based in New York City, and so this is a particular area that he was always walking by, mm-hmm. that's near his neighborhood, and he saw an old sign on there, which it appeared as though it was a sign for, you know, to show that there's a guard on duty. Yeah. And what he has done is he's played with the meaning, the way that some artists sort of go in the street and leave their marking, that their tag, or they, you know, they tag the streets, right? And you see right in here, very, very lightly, you have to come very close to the work to see it. And it says, guard your heart, so sort of a play on words, changing the original text on the sign. Yeah, and I mean, if you go very close to the work, you see that there are areas where the artist uses a generous amount of paint, and it's very gestural. It's not so much about a realistic rendition with the face and the flowers, but it's very much to get sort of action around the figure. Yeah. Isn't it also expands to outside of the painting, for example? Exactly, the edges. Exactly. Edges, yes. Yeah. Impressive. How has been your experience in the first day? It's just the first day of the fair. Are you happy with it? Absolutely. I mean, we, in a way, a lot of the artists that we're showing are artists who most people haven't seen before. And so it is very exciting for us to be able to show these works in person, and not only to hear what, you know, how people are responding to the work. Is that with the pandemic, there's also a slowed down pace. So we're actually able to have more, I'd say, in-depth conversations about each of the individual artists. Even though we have four in the booth, we're actually able to sort of zoom in and focus on a single artist at a time. So so far it's been positive. Wonderful, that's great to hear. Have some more wonderful days, and I hope you will have some good conversations and maybe sell some artworks. Thank you so much. See you, thank you. Wir stehen jetzt gerade bei der Galerie Kornfeld und sprechen mal wieder mit Tilman Treusch von der Galerie Kornfeld, Direktor der Galerie, seit Anfang an dabei, und wir freuen uns, dass wir hier auf der Positions vier unterschiedliche Positionen zeigen können. Ihr Kollege hat mich vorhin schon auf diese Position angesprochen, Franziska Kietz. Was macht dieses Werk denn so besonders? Das Werk heißt Leviathan 2 und es ist ein ganz charakteristisches Bild für Franziska Klotz, die, ich sag immer, so eine Art zeitgenössische Historienmalerei macht. Also sie sucht sich Themen, die mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Wer will, kann G8-Gipfel oder andere Geschichten entdecken, die Polizisten mit diesen Schilden. Es ist aber nicht festgelegt, sondern sie holt das auf so eine mystologische Ebene, Leviathan. Wir kennen den Leviathan, dieses große Wesen, das sich selber sozusagen bewegt. Und was sie auszeichnet, ist, dass sie natürlich sich viele Bilder anguckt. Wir leben in einer Zeit der Bilder, wo sie Bilder aufnimmt, die sie selber sieht, die sie aus dem Internet zieht oder sonst wo, das dann durch ihren Kopf durchgehen lässt und destilliert daraus ein Werk, das einerseits etwas zeigt und andererseits immer auch ganz reine Malerei ist, wenn man dann eben hier in diese Bereiche guckt, wo dann eben Farbe sich vermischt mit Zeichnung und die Leinwand frei ist. Und wenn ich nah rangehe, ist es komplett abstrakt. Ne? Ja, absolut. Aber aus der Ferne ein ganz anderes Bilderlebnis. Und ansonsten,
ist das die einzige Arbeit von Klotz oder diese Arbeit auch noch? Ja. Die eben letztlich Wanda Pumpkin Girl ohne Titel heißt, also so ein bisschen so ein einerseits irgendeine Wanda, die sie eben, ich sprach gerade davon, dass sie sich auch im Internet eben bestimmte Dinge anschaut. Eine Sache sind eben, wie stellen sich junge Frauen, vor allem junge Mädchen in den sozialen Medien dar, und das hier ist so ein Bild, wo sozusagen so ganz viel drin steckt, dieses Pumpkin Girl, also da ist dieses Mädchen, das sitzt da wie ein kleines Kind und ist im Überfluss sozusagen. Diese Pfirsich, Kürbis, dessen die Fäden und die Reste, die über den Boden zerstreut sind, das ist sowas so, ja, die reine Gier, die reine Lust, ohne auf Konventionen zu achten. Und das ist vielleicht auch ein Thema, das eben ganz spannend ist in unserer Zeit. Ja, eine absolute Auseinandersetzung mit Bildern, mit Sehgewohnheiten, mit Inszenierungen, mit gesellschaftlichen Verhaltensweisen und so weiter. Und ansonsten, was wird die Galerie nächste Woche dann zur Art Week, zur Friday Night Positions zeigen? Zur Art Week haben wir zwei Positionen. Wir haben ja zwei Räume, die Galerie Kornfeld in der Fasanenstraße 26 und schräg gegenüber in der Hausnummer 68 eben die, unseren Projektraum 68 Projects. Dort zeigen wir Yu Jin, das ist ein chinesischer Künstler, der eben in China schon recht bekannt ist und in Deutschland noch zu entdecken ist in Europa, der eben eine ganz spannende Malerei macht, wo er Philosophie, Stadt, Umgebung vereint zu Gemälden, die gleichzeitig darstellend und abstrakt sind, sehr dynamisch, sehr, sehr farbenfroh. Und auf der anderen Seite auch eine malerische Position, die in Berlin nicht unbekannt ist, Christopher Lehmfuhl, den der eine oder andere vielleicht auch schon mal in der Stadt hat malen sehen, der eben wie die Plenaristen vor 150 Jahren sich mit seiner Leinwand in die Natur oder dorthin geht, wo sein Motiv ist, und das malt mit den Händen, richtig dicke Farbreliefs erstellt. Und das ist das, was wir eben in der Galerie zu sehen haben. Wunderbar, vielen Dank für alles, viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. Und da ist das, das heißt, finde ich halt so spannend, das ist ja zeichnerisch gemacht. Wenn sie damit reingeht, auch in diese Teilung. Da ist ja auch die Teilung. Das hat sie ja oft. The next gallery comes from the Netherlands, from Antwerp, and it's Belgium, I'm Antwerp so sorry. Is for the moment still in Belgium. Oops. Yeah. I have actually been there and I forgot again, but in the Flemish part of, yes. Belgium, it's the Flemish part, yes. Oops. Which gallery, Eva Steinen? Eva Steinen Deviations. And you are bringing which kinds of works to us? We are bringing four artists. Three are from Belgium, and one is Johannes Ulrich Kubiak. He was he's a Berlin artist, but he moved recently to Antwerp. Let's have some closer look to the artworks. Maybe to the one you would like to introduce most. Which one is it? Yeah, that's difficult always to choose one artist, but okay, let's hear Jan Verbruggen. He's a Belgian artist. He's one of the, from the three artists, he's the youngest one. He's born in 19, he's 40 for the moment. So, and so he's a painter and I think it's the work to visit talks for itself, but he's always more like when he makes an artwork or a series, he's a kind of storytelling.
So here is also like it's a whole story about imagination and the secret passes just to find creativity, and so that's in some very organic forms. What's the positions next with Benoît Félix? He's from the French part of Belgium, and he makes these are cutouts. These are From back, I thought it would be some wires, but it's actually paper cutouts. It's a synthetic paper, okay. And he makes the drawing, and then with a cutter knife he cuts it out. And so very often it's a lot of humor in his work. Je suis un peintre. So I'm a painter. Yeah. So it's always a little bit for him. It is also the idea that the drawing becomes again an object by cutting it out and taking it away from the paper. So that's the. So the drawing comes first on the blank paper, and then afterwards he cuts out the forms of the. Yeah, with the cutter knife he cuts it out, and so that's. Are they as fragile as they look, or are they very? Paper, so it's quite. It's not like with normal paper. You would not be able to do it because it would start to swing around. Break or something. And this is So it's he puts it under a tension. So that's And also the objects in the corners. These are also from Fred Michiels. So that's. These objects, it's like with these sculptures. He's a painter, but he likes to use all different kinds of materials. So sometimes he uses also sculptures to paint on. Thank you very much. Yeah. See you. Ciao. Jetzt sind wir bei der Galerie Anita Beckers aus Frankfurt am Main auch. Und neben mir steht Julia Uti, freut mich, hallo. Freut mich auch. Es gibt hier zwei Positionen, zwei Dinge, die mir besonders ins Auge gestochen sind, die Reifen und zum anderen diese historischen, was sind das denn? Also da der Kniefall von Warschau, der Fall der Berliner Mauer und solche Sachen. Richtig. Vielleicht können wir ganz kurz uns die mal genauer anschauen. Wir können gerne mal vorne umgehen. Hier haben wir Arbeiten von Viviana Abelson, eine junge Künstlerin aus Argentinien, hat am Städel studiert, lebt aber inzwischen in Berlin. Und sie arbeitet sehr viel mit Materialien, die sehr robust sind, sehr schwer sind, teilweise auch eher männlich assoziiert. Also wir merken tatsächlich, wenn Leute an den Stand kommen, dass sie häufig denken, das ist ein männlicher Künstler. Und ihr geht es auch tatsächlich um diese Materialität. Das sind oft gebrauchte Gegenstände, die sie verwendet. In diesem Fall sind das Reifen, also Autoreifen, beziehungsweise eigentlich Truckreifen, also tatsächlich noch mal größer und noch mal stabiler, härter. Und das verarbeitet sie dann in verschiedenerlei Gegenstände. Hier im Prinzip eine Art Bikerjacke repräsentiert. Auch, genau, also eigentlich wie für einen Riesen gemacht. Der äußere, obere Teil, quasi was die Schultern abbildet, sind aus dem äußeren Teil des Reifens. Und dann hat man eben auch Teile des inneren Schlauches, der dann auch nochmal verarbeitet wird. Und man sieht dann auch nochmal so schöne Details, wie zum Beispiel die Kronkorken. Die Kronkorken, genau, die dann nochmal rausscheinen. Oder dann
hier diese Spiralen, teilweise so Kettenteile oder Unterlegscheiben. Also alles ja, solche rauen Materialien, aber auch alles gebrauchte Gegenstände. Und alles zusammengesammelt und dann erst zusammengestellt. Also jetzt genau. Zum Beispiel dieses, das hier ist der Schlauch, aber hier diese Spirale, die gehört nicht zum Reifen, nehme ich an. Genau, die gehört nicht zum Reifen, sondern es gibt dann quasi immer noch mal diese Details, die sie dann hinzufügt, aber die auch eben gebrauchte Gegenstände sind. Auch der Sockel, das Gitter. Das Gitter, genau, das ist auch nicht mehr ganz frisch, sage ich mal. Ne? Und dann hat man hier zum Beispiel einen Reifen, da ist auch sehr stark eben diese Gebrauchsspuren, so stark gebraucht, bis er geborsten ist. Also es ist tatsächlich ein Reifen, der bis zum Zerbersten gebraucht wurde und das verarbeitet sie dann nochmal. Da geht sie dann nochmal dran und dass das einfach nochmal ein bisschen rauer wird. Ja. Genau. Und dann diesen Kontrast nochmal zu bilden, das ist jetzt eine, ja, wie eine Art Gymnastikkugel. Jetzt erkenne ich das. Das sah vorhin fast ein bisschen steinern aus, wie so eine Marmorkugel. Das ist ab, genau, aber das ist auch wirklich der Gedanke dahinter, so nochmal einen Kontrast zu bilden aus einem Material, das so ein bisschen scheint, so ein bisschen wie eine Murmel oder eben wie Marmor, im Kontrast dann nochmal zu diesem, ja, zerberstenden, harten Gummi, das ja dann auch sehr, sehr rau wirkt. Da einfach nochmal so diesen Kontrast auch zu bilden. Okay, aber das ist tatsächlich so ein, darf ich mal ganz kurz sagen? Anfassen dürfen Sie es tatsächlich leider nicht. Das ist so ein Gymnastikball, auf dem man Übungen macht. Oder? Das ist im Prinzip ein Gymnastikball oder ein Gummiball zumindest, ja. Es wirkt so schwer, dieser Reifen, der dann irgendwie das Es ist auch schwer. Tatsächlich, diese Materialien sind ja sehr robust und dadurch auch tatsächlich recht schwer. Okay, aber der Ball hat nicht so viel Druck abbekommen. Der Ball ist noch das Leichteste am Ganzen. Wunderbar. Und ansonsten hier diese, was sind das für Zeichnungen oder Aquarelle? Das sind Arbeiten von Kota Etzawa, in Düsseldorf studiert, lebt aber inzwischen und dann auch in San Francisco, ist aber inzwischen in Oakland und 2019 auch bei der Whitney Biennale gewesen. Bei ihm ganz stark so dieses Thema der Auseinandersetzung mit ikonischen Bildern. Bilder, die uns allen eigentlich so im kollektiven Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel bei der Whitney Biennale hatte er als Grundlage für seine Videoarbeit, die dort gezeigt wurde, und Aquarelle, quasi die NFL-Spieler, die sich hingekniet hatten aus Protest. Also ganz zuvorderst ja der Kaepernick. Und da einfach das, was uns sowieso allen so kollektiv im Gedächtnis ist, das nochmal anders aufzuarbeiten. Und hier haben wir eben den Fall der Berliner Mauer und den Kniefall von Warschau, als auch diese ikonischen Images eigentlich, die eigentlich niemand mehr vergessen kann und auch will. Und dann durch diese extreme Abstraktion dann doch nochmal eine verstärkte Allgemeingültigkeit auch bekommen. Und genau hier haben wir eben zweimal Aquarelle und das hier ist ein Leuchtkasten, in dem er auch diese Images, die ja auch viel als Dateien durch unsere digitale Welt auffliegen, dass dann auch da nochmal quasi wie eine Art Gedanken daran. Ganz tief verankert in unserem Bewusstsein alles. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Und weiter viel Erfolg. Vielen Dank. Bis dann.
Ein sehr großer Stand, auch direkt an der Plaza, direkt am Eingang, ist von der Galerie Konrads. Sie haben hier relativ viel Platz. Sie haben so einen Durchgangsstand. Sie haben wahrscheinlich auch relativ viel mitgebracht. Ja, wir haben vor allem die sehr großen Arbeiten mitgebracht, wie die von Thomas Trumm draußen. Sollen wir mal gucken gehen? Sehr gerne. Also das ist gar nicht so, dass wir unbedingt groß sein müssen. Aber manchmal erfordert die Kunst das. Und wenn wir so hier gucken, ich meine, es ist eine sehr tolle Arbeit, ja, die auch sehr speziell gemacht ist. Thomas Trumm macht das ja alles mit der Hand, ne, mit einer großen Bewegung, zieht er das und dann nochmal in die andere Richtung. Und das ist mit so einem Schieber dann wahrscheinlich die Farbe über den riesigen Filzrakel. Ja. Und das ist hochkant gemalt worden. Das heißt, er hat da so eine kleine Hebebühne gehabt, die hat ihn so hochgefahren, dann hat er das gedreht, ja, und wieder runter. Dann wurde das Bild abgenommen, umgedreht, wieder aufgestellt und dann nochmal, ja, ja, also so ein Bild. Darf man sich dann auch keine Fehler erlauben bei absolut so einem? Absolut nicht. Nein, man darf auch nicht zittern und man darf auch keine Pause machen. Das ist natürlich genau das Spannende eben natürlich. Haben Sie arbeitet er immer so groß? Nein. Wir haben hier noch weitere Arbeiten von ihm. Er hatte in Holland ein Projekt gemacht in Grotekerk Alkmaar, wo die sehr, sehr groß ist. Und da hat er diese sehr großen Arbeiten angefangen. Das hier ist auch von ihm mit einer anderen Malbewegung. Sie sehen, ne, dass es einmal von der Ecke gemalt ist, einmal, also der Rakel gezogen ist. Und wir finden das eben sehr spannend, wie jemand so in so einem Feld der konzeptuellen Abstraktion doch noch aufgrund der Arbeitsweise so eine ganz individuelle Geschichte entwickelt. Aber auch geometrische Zusammenhänge damit konstruiert und aufbaut, wie sich die verschiedenen Kreise durchbrechen und dann irgendwelche neue Formen entstehen, ovale Formen und so fort. Diese schönen Überlagerungen, ne, wo die Farbe sich dann etwas stärker verdichtet. Ist das eine besonders, also wie gelingt es denn, ich kann es mir kaum vorstellen, wie gelingt es, dass die Farbe überall auch fast gleich dick aufgetragen ist? Ja, das ist das, also ich bin da auch nur der Laie, ne, der Ihnen das jetzt so laienhaft erklärt. Der Künstler hat das vorher alles gut ausprobiert und der benutzt einen Filzrakel. Ach, okay, einen breiten so das, Filzrakel, der ist dann komplett getränkt mit der Farbe und da unten, wo dies ist, es ja auch ein klein bisschen dichter, da ist der Ansatzpunkt gewesen, wo die Bewegung dann startet quasi. Ja, es ist natürlich Perfektion, die durch die Übung der Hand entsteht und die Erfahrung im Umgang mit dem Material, mit den Pigmenten und mit den Untergründen. Ne? Aber auch immer mit einem kleinen Rand außen. Und ich sehe ja, hier beginnt auch noch etwas. Ja, das muss ja angesetzt werden. Ja. Also, ja. Also. Ach, okay, diese Bewegung hört dann, also das ist dann ja wahrscheinlich der weitere Kreis. Nee, das ist der engere Kreis. Die endet dann auch irgendwo und dann beginnt hier schon wieder eine neue. Und so ist das, ja, ganz genau. Also, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird es spannend. Und im Gegensatz dazu haben wir dann die Aneta Kaiser. Die sind genau gleich alt, die beiden im Übrigen. Er ist Niederländer, Aneta lebt in Berlin. Und Aneta ist natürlich jemand, der im Malen immer wieder den nächsten, beim Malen den nächsten Schritt entscheidet. Das kann er nicht machen. Er muss vorher genau wissen, was er will. Ne? Und sie hat aber dann außerdem auch noch ein wunderbares Farbempfinden. Also das ist eine Künstlerin so der jüngeren Malergeneration, die mit Sicherheit noch viel Gutes hervorbringen wird. Auch ein toller Dialog hier, diese starre Geometrie, dass alles zusammen funktioniert oder dass alles so koordiniert abläuft, alles geplant ist, dass wirklich Formen sind, die durch die Technik bedingt sind und hier ganz freie Formen, ganz, ganz toll sich durchmischend und auch farblich einfach eine ganz andere Dynamik. Und weil das so groß ist, haben wir da uns im Bereich der Skulptur für jemanden noch entschieden, den wir auch schon lange vertreten, Hirosuke Yabe aus Japan, mit immer kleinen Skulpturen. Mhm. Yabe macht auch noch kleinere, aber er hat auch so eine Arbeitsweise, die
wie jeder von den beiden anderen sehr individuell ist. Diese kleinen Wesenheiten, man weiß ja nicht genau, was es für Wesen sind, die werden aus Blöcken rausgehauen mit einer Nata, das ist so ein ganz archaisches japanisches Werkzeug wie ein Beil. Und dann benutzt er, wie man hier sieht, noch eine Bohrmaschine, ja. Und das ist es aber auch dann. Auch die äußeren, also auch die äußeren Ränder sind ja teilweise mit der Bohrmaschine gemacht. Ja, 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 oder bleiben auch sehr rau, das hier ist von diesem Beil. Okay. Und er benutzt dafür Holz aus traditionellen japanischen Häusern, die abgerissen werden, zunehmend abgerissen. Ja. Teilweise ist es so sehr altes Holz. Sind manche der Löcher auch Wurmlöcher oder sind das alles Bohrlöcher? Also das kann ich nicht ganz mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, es sind alles händisch entstandene und nicht keine von Insekten. Ja. Okay, vielen Dank. Das würde Ihnen jetzt erstmal reichen, dann schön, dann viel Erfolg noch beim weiteren Dokumentieren. Und Ihnen viel Erfolg bei diesem wunderbaren Stand, das ist wirklich ein Raum für sich. Und ich sehe auch immer von der Plaza aus, wie viele Menschen vor diesem riesigen Format stehen. Ja, das zieht an. Ich habe aber keine Vorstellung, wie genau das entstanden ist. Ich meine, wir haben eine kleine Beschreibung extra dazugegeben, weil viele denken, es wäre geplottet. Es ist händisch gemacht. Per Hand. Okay. Sie haben es ja jetzt erläutert, dann kann man es nachvollziehen. Dankeschön. Wir stehen jetzt erstmal kurz beim Kunsthandel Ralf R. Haugwitz. Kunsthandel ein bisschen traditioneller als Galerie. Was heißt das? Kunsthandel ist in der Regel weniger Galerieaktivität, sondern mehr, wie soll ich sagen, Arbeit an einzelnen Objekten. Ich mache nicht regelmäßig Ausstellungen von einzelnen Künstlern, die ich kenne und so weiter, sondern zeige Werke aus unterschiedlichsten Epochen, in unterschiedlichsten Kontexten. Wir nehmen jetzt zum Beispiel dieses Blatt hier. Das ist eine Zeichnung, vermutlich als Vorlage für eine Druckgrafik, die aber unbekannt ist. Im Jahr 1705, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, stirbt Sophie Charlotte von Preußen. Sie war eng befreundet mit Leibniz und mit anderen Geistesgrößen ihrer Zeit und eine ganz wichtige und geistreiche Herrscherin, vielleicht bedeutender als ihr Mann Friedrich I., vormals Friedrich III. Und sie gründet die Akademie der Wissenschaften und die Akademie der Künste. So. Und dieses Blatt entstand in Erinnerung an ihr Ableben. Und ist sozusagen ein Gedächtnisblatt, Federzeichnung in schwarzer Kreide plus Pinsel in Graustufen. Man sieht die Königin hier in der Mitte im Profil, muss man ein bisschen näher rangehen. Hier huldigen ihr die Erdteile, man erkennt Afrika, Amerika und Asien. Und was sehr interessant ist, sie war befreundet mit Leibniz, dem Philosophen. Den sehen wir hier unten in der Ecke.
Und dieser Philosoph erklärt einem Menschen in Renaissance-Tracht die Verdienste der Verstorbenen. Und dahinter sehen wir noch ein ganz scharf angestimmtes, müssen wir herangehen, einen Herrn mit Turban. In der Zeit um 1700 waren Fontenelles Totengespräche von größter Aktualität. Man hat also Verstorbene unterschiedlichster Epochen, aber auch Lebende mit Verstorbenen in fiktive philosophische Diskurse gebracht, und so, dass auf diese Art und Weise die Positionen dieser Geistesgrößen herausgearbeitet wurden. Und genau das ist hier in diesem Bild verpackt. Also sehr viel Zeichnung, die mutmaßlich gedacht war, um eine Druckgrafik vorzubereiten. Also, und wo haben Sie die aufgetrieben? Wo haben Sie diese Vorzeichnung gefunden? Die habe ich in einem Berliner Auktionshaus gefunden, aber nicht mit der, als anonymes Blatt, mit einer falschen Zuschreibung. Ich habe das einem Augsburger Künstler gegeben, weil das Papier ein Augsburger Wasserzeichen hat, der aber in Berlin gewirkt hat, also wo die Verbindung Augsburg und Berlin gegeben ist. Und dann kam irgendwann durch die Expertise von Ihnen und dem Künstler zustande, dass identifiziert worden konnte. Dieses Künstlers wurde diese Zuschreibung erhärtet. Das wurde dann diskutiert mit befreundeten Kunsthistorikern, die das bestätigt haben bzw. auch hinterfragt haben. Aber das ist jetzt der Johann Georg Wolfgang, 1662 in Augsburg geboren, 1744 in Berlin verstorben, hat ähnliche Gedächtnisblätter, ähnliche Druckgrafiken, Durchzeichnungen vorbereitet. Und Augsburg war das wichtige Zentrum für Druckgrafik in dieser Epoche, und insofern bestand auch sozusagen für die Ausführung der Druckgrafik eine optimale wirtschaftliche Basis. So. Und das ist eine tiefe Geschichte, die hinter diesem Blatt steckt, und auch sehr viel Forschung und Expertise, die überhaupt erst das einordnen lässt. Was mich auch noch interessiert, wie wählen Sie Ihre Rahmen aus? Also in diesem Fall ist das ein Rahmen, der so tut, als wäre er aus der Zeit. Ich bemühe mich um Originalrahmen, aber die ist eine sehr gute Frage im Zusammenhang mit Altmeisterzeichnungen bzw. alten Zeichnungen. Sie kaufen die Zeichnung meistens oder oft ungerahmt, falsch gerahmt, und Sie müssen dann, nachdem Sie die Zeichnung bearbeitet haben und sozusagen der Zeichnung durch Ihr Wissen einen Wert beigemessen haben, müssen Sie dann den passenden Rahmen finden. Und das ist zum Beispiel in diesem Fall sehr gut gelungen. Die Zeichnung ist um 1680. Der Rahmen ist um 1680. Allerdings war der gefasst, das heißt, war golden und darunter war Gips. Aber ich habe ihn eben so vorgefunden, und er passt genau in den Proportionen. Also eine Zeichnung um 1680 hat einen Rahmen um 1680 gefunden. Und ein Passepartout von 2020? Also nein, das Passepartout ist erst vor kurzem entstanden beim Berliner Passepartout-Schneider. Und passt aber in dieser Tonigkeit, gibt dem Blatt eine gewisse Würde und nimmt, das Blatt ist etwas blass, und durch das Blau kommt so ein bisschen Leben da rein und gleichzeitig ist eine gewisse Fürnehmheit. Und wäre das auch so eine Präsentationsweise aus dem 17. Jahrhundert? Also diese Farbigkeit und so ein Blatt überhaupt zu rahmen? Das war dieses Blatt hat die Funktion, ein Relief vorzubereiten, also aber etwas Handwerkliches. Baurelief oder ein anderes? Vermutlich ein Silberrelief. Hier hat man Maßstab, das Original wäre ungefähr 40 mal 40 groß gewesen. Das war sozusagen die Vorlage für den ausführenden Kunsthandwerker, ein Goldschmied, ein Bildhauer, alles ist denkbar.
der mutmaßlich in Dänemark aktiv war, weil nämlich um dieses, Sie müssen ein bisschen näher rangehen, damit Sie das Wappen sehen, um dieses Wappen mit fliegendem Fisch, eigentlich eine Heringsmöwe, weil der Künstler offenbar nie in seinem Leben die Chance hatte, einen echten fliegenden Fisch zu sehen, ist der Dannenbrog-Orden gelegt. Der Dannenbrog-Orden ist neben dem Elefantenorden einer der wichtigsten Orden, den das Königreich Dänemark einem Würdenträger zukommen lassen konnte. Okay. Ja, vielen Dank. Das war jetzt schon mal Einblicke in Ihre Objekte, aber sonst sind hier vor allem zeitgenössische Galerien. Wie ist der Austausch? Ist das produktiv? Der Austausch ist ganz anschaulich, weil nämlich sehr viele zeitgenössische Künstler die Dinge abfotografieren und dann wieder in andere Kontexte übernehmen und wiederverwenden oder sich davon inspirieren lassen zumindest. Okay. Ja, Sie werden sehen, wenn Sie hier einen Rundgang fortsetzen, dass sehr viel alte Kunst verarbeitet worden ist, in unterschiedlichster Art, weil verfremdet, in neuen Kontext gestellt. Das wird die Messe ergeben. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Now we are standing at our neighbors from Poland, Szydlowski from Warsaw. You are very often at positions. You were also present at paper positions. Yes. And now you brought some works from different artists. Yes. We present five artists this time. They are all Polish except from one, that's a German artist Aleksander Skorobogatov based in Berlin, that we see his sculptures here and the painting in the end of the booth. That's called Waldfee. The sculptures, they have also different titles but mainly based on color. Then we have etchings by Alicja Biała. Maybe we can also go closer to the works. We're already here. I just didn't want the camera to move too much. So this is Zuzanna Litawińska, the picture of the forest that was freshly cut trees, and she uses her pretty recognizable style to give the atmosphere of a forest, some kind of darkness, but also in some mystery and interest in it. Then we have Victor Dindo, a still life that is inspired by Dutch 17th century paintings, but with this contemporary twist, as we see, it's like recording and it's written life on it. So it's still life that is actually not a regular still life. These are etchings by Alicja Biała.
It's the youngest artist that we are presenting at our booth. She's still studying, currently at the Royal College of Arts in London, and these are all made in this year and last year, so they are like different size, but she tried also to work on big size etchings, yes, which we can see at the other part of the booth. Okay, but these etchings are all which kind of material are the printing plates? She is working on metal plates, mm-hmm, that are used to print on paper the image. It's an old technique that requires a lot of work, and as you can see, it's very precisely done, so it's not something done in a short time, but it's really being worked with also use of some force and also knowledge of the technique that, yes, is this old school technique that she's using. That's why it has some particular aura that is uncommon to any other prints, yeah, that it has this quality, even for some people more interesting than a drawing with a pencil, because it has this materiality that is very uncommon for also contemporary artworks. Yes. But also the texture, for example, this wall is very, yes, interesting to produce by etching, because it's not some clear lines. Mm. Yes, yes. So we can see some motifs that are making reference to surrealism, or to, for example, circle of dancing women that can recall Matisse painting. So there are a lot of also references that are not very obvious, but they also are invitation for adventure to the beholder of the fair. So this cycle is called Internet Lies, as we can see, and it's Victor Dindo as well, the one that we saw the painting with the life icon. Yes. The life. And these are also referring to, especially, I saw many people stopping by because of the hanging, because it's vertical out of the wall. Yes. How does this come? The hanging was conceived by the artist himself as a way of showing this series, so that it goes out from the wall into the space in a way that we sometimes have the impression to dive in to the virtual flux of images, informations, fake news as well. So it has this quality of open windows on this desktop, somehow, which are flying, interactive in a way. Of course, it's not interactive, but it has this idea of interactivity, because when we move, it changes the perspective as well. So it has this quality of something that is... pops up or moves around. Yes, exactly, that it's not fixed on the wall, but it's more in the space. And the images, the sujets, they are also, they are excerpt, or they are parts of images we see in our information, yes, yes, technology and so on. Some iconic images that are hardly recognizable as something in particular most of the time, as some jihadists training, or city being bombed, or flags during some conferences. So political subjects are very close to the artworks of Victor Dindo, and he he is exploring very much a discourse of art on politics, that in which way we can describe interactions between aesthetics and politics, and how imagery connected to politics via internet influences our imagination and art. So, of course, that's why this provocative slogan, Internet Lies, to provoke a connection or collision between the slogan, the writing, and the image that we associate with something already because of this slogan.
So we see something burning, some flags, some kind of images that we have the feeling of a déjà vu. Yes, they are common. They are pictures that have some iconic quality. Yes, exactly. Thank and you. And then we have the one artist we haven't spoken about. This is Maya Kitajewska, painting that's mixed technique because it's a painting, but it's also glass beads embroidery on canvas, of course. The title is Eye Against Eye, and we can see when we watch it a little bit closer that it's a two-headed tiger with a skeleton on its back that looks like the stripes of the tiger, but it's well, tiger is blue and the skeleton, it's a skeleton but not stripes, but still it has this internal fight, like self against self, self versus self, eye against eye. Eye against eye is, by the way, from the lyrics of Massive Attack, a group from Great Britain that the author likes, and that's why she found the connection inspiring. Okay, thank you very much. Thank you. Have good luck with your booth, and nice to see you again, always. Thank you very much. See you. Well, we're here waiting for visitors, and for sure we see each other not only at this fair, but also the next one and many more. Great, great. Bye. To hear that. See you. Bye.